Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Mythseekers. Die versunkene Stadt, hier ist Sabine die Cat. Wir gehen geradeaus vor zum Mikroskop. Da kommt der Mikrofilm her. Linse drauf. So, und jetzt müssen wir die Symbole suchen. Suche auf dem Mikrofilm nach den Symbolen, die auf dem Blatt Papier zu sehen sind. Nachdem du ein Symbol gefunden hast, klicke es an und klicke dann erneut, um die Suche fortzusetzen. Das erste. Ein Symbol fehlt uns jetzt noch. Hier oben. Gut, dann haben wir das und jenes. Dann gehen wir zurück. Das schauen wir uns genau an. Wir können jetzt das entschlüsseln. Das heißt, wir brauchen mal das A, das R, Dora, E, C, H, A, L. Fügen wir im Buch ein. Kathedrale. Gehen zurück zum Labor. In die Mitte her, da fügen wir das isische Symbol ein. Öffne die Box, indem du das Licht des Symbols auf die Kristalle oben strahlst. Passe auch die Zeiger an, um das Licht zu steuern. Wir bekommen ein Dolch und ein Tuch. Jetzt haben wir alle Hinweise beisammen. Wir gehen ins geheime Zimmer zu der Karte. Da kommt mal die Fahne, das Bild, die Notiz und der Kodex, den wir mit dem Dolch nochmal öffnen können. Müssen wir hier die Bezirke alle markieren.
Brauchen wir die Kathedrale? Nehmen wir uns die Lupe. Das Familiensymbol. Dann haben wir den Ort gefunden, den wir suchen. Eine Stunde später. Holen wir uns die nächste Maske hier auf der rechten Seite, Maske Nummer 5. Dann reden wir mit dem netten Herrn. Mademoiselle, please help. What is going on tonight? First that redhead, and now you. I was about to lock up the gates for the night, when she ran up. Then, before I knew it, she threw me aside and ran right in. I've seen a thing or two in my life, but these vines are otherworldly. Please, can you help me? Wir schauen mal ein bisschen sich um. Auf der rechten Seite nehmen wir die Schere Nummer 1. Auf der linken Seite nehmen wir das Seil mit und die Schere Nummer 2. Die können wir jetzt auch gleich verbinden. Meine gute Gartenschere. Schauen wir sich die Reben genauer an. Wir fangen hier unten an mit der vorletzten. Would you believe this? They seem to be stuck for good. Well, it's a problem for tomorrow. Please come inside and warm up a little. Das Tuch nehmen wir mit. Dann gehen wir rein zum Hausmeister. A prince's tomb? Sounds like one of my old man's stories. He was the caretaker before me, but I never really minded his stories. You can take whatever you need. The old man's relics are around. They might mean something to you. I'm going to take a nap here with my boy Winston. Here, take this key. Wir kommen den Schubladenschlüssel suchen, auch gleich mal die nächste Maske. Die befindet sich rechts oben neben dem Kamin. Gehen zum Tisch her, nehmen die Zinnfigur Nummer 1. Dann gehen wir hinten zur Truhe her, das nächste Wimmelbildspiel. Wir müssen Symbole suchen. Dann erhalten wir das Tagebuch. Das schauen wir sich gleich genauer an. Wir bewahren das Geheimnis in unseren Knochen, das des Prinzengrabes in den Katakomben. Die Würdigen können sehen, wo es verborgen ist. Nimm den umhüllten Dolch als deinen Führungsstift. Außerdem erhalten wir einen Aufziehschlüssel und ein Steinfragment. Gehen zum Kamin in die Mitte her. Zünder nehmen wir mit. Vogelemblem. Werkzeugkastensymbol. Zinnfigur Nummer 2. Ja, da können wir noch das Buch anschauen. Dann gehen wir zur Kommode auf der rechten Seite. Das Rohr nehmen wir mit. Öffnen mit dem Schlüssel die Schublade. Dann haben wir so einen Spreizer. Gehen in die Mitte her. Da können wir die zwei Zinnfiguren einfügen. Und den Aufziehschlüssel. Dann erhalten wir das zweite Steinfragment.
damit können wir den Vogel zusammenbauen. Und dann geht's auch schon wieder raus. Friedhof Eingang. Rechts her mit der Schere entfernen wir das Efeu. Dann kommt der Vogel hierher. Wir halten eine Dolchscheide. Kommt jetzt auch gleich der Dolch rein. Ab zum Tor. Mit der Spachtel bzw. dem Spreiz, da können wir das öffnen. Und weiter geht's zum Irrgarten. Da kommt jetzt unser Dolch zur Hilfe. Wir sehen hier überall die Symbole. Das heißt, wir müssen als erstes geradeaus. Hier ist das Symbol. Geradeaus. Rechts rüber. Links rüber. Geradeaus. Links. Und links. Und noch einmal geradeaus. Dann haben wir auch hier gleich wieder die nächste Maske auf der linken Seite. Die Lampe nehmen wir mit. Gehen links zu der Tür her. Den Haken. Mit der Schere entfernen wir wieder das Unkraut. Once a young prince of glorious Lutetia set sail, despite his father's objections, for the faraway kingdom of Iss. Dann nehmen wir unseren Prinz, der kommt ins Boot. Das Heck mit dem Ruder. Und das Segel. Prince Gradlon faced countless dangers and obstacles during his voyage. Die Wellen. Die Felsen. Seeungeheuer Nessie. Gewitter. Und der Drachen. And yet, he overcame them all to reach the legendary Iss, ruled by King Kamal. Though Lutetia and Iss were allies long ago, relations had recently grown tense for reasons unknown to history. Kamal and his family possessed miraculous abilities, and the secret to harnessing the powers of the ley lines running through the druid circles. Jetzt müssen wir die Felsen sortieren. Cautious of the mysterious feud between the kingdoms, Prince Gradlon approached Iss in disguise. Hut, Hose, Mantel und eine Schürze. The Issians were cautious as well, and a large delegation escorted the stranger to the palace. The disguised prince's gaze lingered upon a pretty peasant woman, whose feelings seemed to match his own. Unbeknownst to the prince, his darling was none other than the king's daughter in disguise. Die ziehen wir jetzt aus. Once the lovebirds realized each other's true identities, Prince Gradlon revealed his heritage to King Kamal. Auch ihn ziehen wir aus. King Kamal bestowed his blessing, bridging the divide between the two families. Und jetzt müssen wir die Brücke bauen. Okay, zuerst die und dann die andere. However, their young love was doomed by jealousy. Die Augen im Hintergrund.
So, jetzt verbinden wir erst einmal Sal mit Haken. Gehen links rüber. Da haben wir Bretter. Mit dem Sal holen wir uns unten den Kasten hoch. Werkzeug-Emblem rein. Hammer. Nägel. Schraubenschlüssel. Dann gehen wir zurück zum Friedhofeingang. Rechts her. Lampe. Dann machen wir mit dem Schraubenschlüssel die Ölkanne auf. Rohr drauf. Gefüllte Laterne. Können wir jetzt auch anzünden. Bringen wir etwas Licht ins Dunkel. Links zu der Leiter her. Bretter. Nägel. Hammer. Dann können wir hochklettern in das Nest der Elster. Ein Steinfragment und ein Pferd. Damit gehen wir rein zum Hausmeister, zum Schachbrett in der Mitte. Besuche alle Felder mit dem Springer. Er kann sich nur in L-Form bewegen. Dann halten wir das zweite Steinfragment. Gut, hier sind wir soweit durch. Gehen vor zum Friedhof. Und ich würde sagen, das Wimmelbildspiel machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!